Ja, herzlich willkommen. Letzte Woche haben wir uns ja mit Desinformation und Fake News im Netz beschäftigt. Heute wird es noch ein bisschen spezifischer. Wir sprechen über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf den Wahlprozess. 2024 ist ja das oft benannte Superwahljahr, was das bedeutet. Rund die Hälfte der Weltbevölkerung darf dieses Jahr zur Wahlurne gehen und ihre Stimme oder seine Stimme abgeben. In Deutschland haben wir drei Landtagswahlen, in den USA Präsidentschaftswahlen. Und in diesem Zusammenhang ist es auch keine Überraschung, dass sich sehr viele Menschen Gedanken darüber machen, welche Gefahren manipulierte Bild-, Audio- oder Video- Materialien, sogenannte Deepfakes, was das für Auswirkungen auf den Wahlprozess haben. Und darüber möchten wir heute sprechen. Wir möchten über den Einfluss von KI auf die Willensbildung sprechen. Und das tun wir einmal mit Jasmin Fitzpatrick. Sie ist Postdoc, sie forscht, lehrt an der Uni Mainz und arbeitet gerade an ihrer Habilitation, die hoffentlich bald auch zu Ende ist. Ist Expertin für den allgemeinen Bereich politische Soziologie und vor allem auch politische Kommunikation, wo sie immer am Start war. Genau, sie bringt heute also die wissenschaftliche Perspektive ein und wie ich sie kenne, macht sie das auf jeden Fall lebendig und leidenschaftlich. Wir werden es sehen. Ich kenne dich auf jeden Fall so und so werden wir das dann auch gleich alle merken. Und dann haben wir noch Ingo Dachwitz bei uns. Ingo ist bekannt aus Blogs und Internet. Er ist Journalist, Autor, Podcaster, was auch immer man da noch hinzufügen kann. Und ich kenne ihn vor allem aus dem wichtigsten Medium in Deutschland für Netzpolitik, wo er sehr viel publiziert hat bei netzpolitik.org. Er schreibt zu verschiedensten Themen, die mit Digitalisierung und Gesellschaft zu tun haben, Netzpolitik, Datenschutz und wie ich gelernt habe, momentan auch zu einem Buch zu digitalem Kolonialismus. Hier ein kleiner Werbeblock, man kann schon vorbestellen, aber genau, darüber wird es heute nicht gehen, vielleicht dann zu späterem Zeitpunkt. Schön auch, dass du da bist, Ingo. Ich bin Lukas Sparlinger, das sieht man auch links, hier, da. Und ich bin Referent für digitale Welt im Zentrum gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und darf heute dieses digitale Podium moderieren. Zum Einstieg. Wenn wir von Deepfakes sprechen, sprechen wir ja einerseits von den technischen Möglichkeiten, die neu sind, immer authentisch werdenden künstlichen Bildern, Audio- oder Videomaterial und den Risiken diesbezüglich. Andererseits schwingt da natürlich auch immer mit, dass Menschen darauf reinfallen. Deswegen meine Einstiegsfrage, liebe Jasmin und lieber Ingo, wann seid ihr denn das letzte Mal auf einen Deepfake reingefallen? Und wenn euch jetzt nicht direkt etwas einfällt, was fandet ihr in diesem Zusammenhang in den letzten Monaten vielleicht besonders bemerkenswert? Bitte, okay. Willst du anfangen oder soll ich? Genau. Tatsächlich ist es mir so gegangen, dass ich gar nicht. Also erstmal hallo und herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Genau das nochmal vorab. Mir ist natürlich nichts eingefallen aus den letzten Monaten, wo ich drauf reingefallen wäre. Aber als ich dann länger darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass es das natürlich auch sehr typisch ist. Also entweder sind die Sachen dann sehr gut gemacht und man merkt es auch nicht. Aber es gibt eben ja eigentlich auch, das zeigen Studien oft, so ein Bias, dass man selber immer denkt, Desinformation und Fakes, das ist ein Problem, gesellschaftliches, aber vor allen Dingen für die anderen. Man selber hält sich oft für nicht so anfällig. Und mindestens einen Fall gab es, der war jetzt nicht politisch, aber ich habe wirklich wochenlang geglaubt, dass dieses Foto vom Papst in so einem großen Hip-Hopper-Mantel, das so vor 1,5 Jahren oder so rumging, in so einer großen, dicken Daunenjacke, habe wirklich lange gedacht, dass das echt sei, hielt das nicht für vollkommen absurd, bis ich dann eines Besseren belehrt wurde. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also erstmal von mir auch vielen Dank für die Einladung. Wenn es gut gemacht ist, habe ich es noch nicht rausgefunden, dass ich auf den Deepfake jetzt reingefallen wäre. Auch ein Beispiel, wo ich relativ schnell geguckt habe, ist das wirklich wahr und auf die Suche gegangen bin, war der Trailer zu einem Simpson-Movie, was neu erscheinen sollte, mit Adam Sandler in der Hauptrolle und insgesamt sehr lustig. Besetzt mit Mo als Ben Stiller und so weiter. Und da dachte ich, oh, wenn der Film rauskommt, das schaue ich mir an. Und wurde aber sofort stutzig, dass in dem Trailer eben kein Erscheinungsdatum sozusagen mitgeschickt wurde. Und da wurde ich sofort dann hellhörig und bin auf die Suche gegangen, ob es das denn wirklich gibt. Und das würde ich, glaube ich, auch mittlerweile so als Berufskrankheit bei mir bezeichnen.
man guckt und schaut sich was an und schaut dann sofort ein bisschen näher hin. Also generell weiß ich nicht, auf was ich reingefallen bin. Das wäre so mein Blindspot, aber ausschließen kann man es natürlich nicht. Das ist ja das Ziel auch von Deepfake. Genau, deine zweite Frage war so ein bisschen auch, was ist noch relevant in dem Zusammenhang? Da würde ich ganz kurz auch nochmal dieses von der Trump-Kampagne vor einigen Wochen gepushte Bild mit einer Fake Taylor Swift, die angeblich einen Wahlaufruf macht für Donald Trump. Ja, das ist ja relativ groß gewesen. Ich finde es auch deshalb groß, weil bis zu diesem Zeitpunkt, klar, das Thema KI, Desinformation und Manipulationspotenzial, das war immer. Das ist sozusagen seit einer Weile und eigentlich auch schon ziemlich lange in der Debatte, so in der wissenschaftlichen Debatte, auch in der politischen Debatte. Aber das war so natürlich der Moment, wo es im US-Wahlkampf ganz konkret vorkam und mehr Breitenwirkung kann es ja gar nicht sein, als dass Taylor Swift dann Teil einer solchen Beeinflussungskampagne ist und das ja bei ihr auch noch zu dieser Reaktion führt, dass sie explizit sich jetzt vor einigen Tagen geäußert hat und gesagt hat, hier, das ist nicht nur ein Fake, sondern das führt jetzt auch dazu, dass ich mich positioniere, um zu verhindern, dass Lügen im Umlauf sind darüber, wen ich wählen wollen würde, mache ich es jetzt einfach publik und sage ganz klar, ich wähle nicht Trump, ich wähle Kamala Harris. Also auch schön nach hinten losgegangen für die Trump-Kampagne. Bevor wir jetzt sozusagen uns genauer sozusagen den Wahlprozess auch angucken möchten, vielleicht kurz zur Klärung. Jetzt gibt es da diese Deepfakes. Es gibt sowas, was gemeinhin künstliche Intelligenz genannt wird. Aber wie ist das überhaupt möglich, dass so täuschend echte Bilder und Videos oder Audiomaterial überhaupt erstellt werden kann? Was liegt dem zugrunde? Ich schaue jetzt vor allem jetzt mal zu Ingo, der ist bei mir hier so rechts. Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen. Genau, also wir bei Netzpolitik.org sind auch sehr zurückhaltend mit der Verwendung des Begriffs künstliche Intelligenz. Die australische KI- und Datenforscherin Kate Crawford hat das mal auf die Formel gebracht: AI is neither intelligent neither artificial nor intelligent. Also künstliche Intelligenz ist weder künstlich noch intelligent. Denn was steht dahinter im Fall von generativer KI, über die wir ja hier sprechen, wenn wir über Bildgeneratoren und Textgeneratoren sprechen, sind es eben große Datenmodelle, entweder große Sprachmodelle wie GPT, das hinter ChatGPT steckt, also wahnsinnig viel Text, der klassifiziert wurde, annotiert wurde, aufbereitet wurde und sozusagen ein Sprachmodell trainiert hat, das hinter ChatGPT steht. Und bei Bildgeneratoren sind es eben Bilder, große Bildmodelle, große Bilddatenbanken. Also, und was die KI dann macht, ist sozusagen, sie remixt oder sie gibt wieder, womit sie gefüttert worden ist. Und ja, das funktioniert anhand von großen Datenmengen eben so gut, dass es uns oft so erscheint, als wäre das tatsächlich intelligent oder wäre das tatsächlich Intelligenz, die da mit uns, der Chatbot, der da mit uns spricht, aber es ist es natürlich nicht. So, das heißt, sondern es ist bewegt sich in dem Rahmen, die Basismodelle vorgeben. Genau. Gut, ich glaube, wir können einsteigen. Besonders in diesem Jahr liegt ja ein besonderer Fokus auf Wahlkämpfen allgemein und es wird sehr viel darüber gesprochen, welchen Einfluss jetzt auch die künstliche Intelligenz, generative künstliche Intelligenzen da einnehmen. Wie nehmt ihr das wahr? Verändert sich der digitale Wahlkampf dadurch sehr stark? Erleben wir einen Kulturwandel? Wir sprechen ja hier in dieser Reihe über Haltung und Kulturwandel. Wie Wahlkämpfe geführt werden, was sind da so starke Veränderungen? Dann fange ich vielleicht zu dem Bereich an. Also zunächst muss man da, glaube ich, unterscheiden zwischen verschiedenen Aspekten, die eben so eine Wahl ausmachen. Also einerseits den Wahlkampf, ja, und dann eben hinterher den Wahlakt und die Datenübermittlung, also wie quasi die Wahlergebnisse dann an die zentralen Sammelstellen übermittelt werden. Und natürlich kann man an all diesen Punkten computergestützt ansetzen, um da eben drauf zu wirken. Also sowohl im Wahlkampf, wie wir das jetzt gerade schon gehört haben, mit dem Taylor Swift-Video. In Deutschland gab es auch ein Wahlplakat mit einer Dame, die generiert wurde. Da wurde dann eben auch ein Name dazu und ein Statement dazu. Das hat die AfD gemacht. Hinterher kam raus, die gab es gar nicht. Und es war so, wie es dargestellt wurde, überhaupt nicht richtig. Also das kann im Wahlkampf
eingesetzt werden. Und was aber viel wichtiger ist, ist unsere Wahrnehmung, ob das eingesetzt werden könnte. Also allein sozusagen die Befürchtung von Bürgerinnen und Bürgern, da könnte etwas manipuliert sein, da könnte jemand eingegriffen haben, da könnte ich getäuscht worden sein, das ist schon handlungsleitend. Also allein die Wahrnehmung reicht schon aus, dass wir sozusagen auf Basis dieser Wahrnehmung handeln. Und das macht das Ganze dann natürlich noch komplizierter, weil es nochmal sozusagen eine Metaebene hinzufügt. Das heißt, abgesehen davon, dass Wahlplakate, Wahlvideos und so weiter manipuliert werden können, dass vielleicht auch Wahlergebnisse, sofern sie denn technisch übermittelt werden, manipuliert sein könnten, ist dann auch eben noch diese Wahrnehmung, die dann eben ausreicht, dass sich Bürgerinnen und Bürger daran orientieren. Ingo, wie Um nimmst du für, es wahr? ja, um vielleicht sozusagen das nochmal ein bisschen einzubetten, der Kontext, in dem wir darüber sprechen, ist ja, dass wir schon eigentlich seit einigen sich Online-Wahlkämpfe, also dieser erste von Jasmin benannte Bereich, schon seit einiger Weile verändern. Oder mit der Digitalisierung haben sich Wahlkämpfe eh auch grundlegend verändert, indem sie online jetzt ganz stark zum Beispiel auf Plattformen stattfinden. Also auf virtuellen Plattformen, auf Plattformen, deren Regeln von einigen wenigen Konzernen bestimmt werden. Der Großteil des Online-Wahlkampfes findet ja statt auf Meta-Plattformen, also auf Facebook und auf Instagram. Und auf YouTube, teilweise eben auch auf TikTok. Da haben wir auch eine lange, inzwischen fast 10 Jahre Debatte zum Beispiel über das Thema Targeted Advertising und politisches Targeting, also auf Datenbasis die Möglichkeit, Werbung, Wahlversprechen und Wählerkommunikation zuzuschneiden auf Personen. Auch das ist sozusagen eine Entwicklung und KI kommt da nochmal drauf, so, ne? Die generative KI. Achso, noch eine weitere Entwicklung, überhaupt das Thema Fake ist jetzt ja, oder Desinformation und Fakes ist jetzt ja auch kein komplett neues Wahlkampf, ist kein neu, komplett KI-bezogenes Thema, sondern auch das haben wir ja schon relativ lange, dass es Menschen versuchen, ja, online zum Beispiel die Bedeutung bestimmter Posts oder oder bestimmter Inhalte, die beworben werden, künstlich in die Höhe zu treiben, indem man Fake-Likes kauft oder ähnliches, ja. Und KI kommt jetzt nochmal drauf, mit der Möglichkeit, Dinge eben leichter und in größerer Menge zum Beispiel umzusetzen. Die Idee von Targeted Desinformation, die man anhand von, ja, wenn man sozusagen mit den Möglichkeiten, die generative KI bietet, auch noch versucht, bestimmte Zielgruppen abzuzielen, das ist, kann so ein ja, Verstärkungsfaktor sein. Das zum Potenzial. Wir haben jetzt ja ein riesiges Wahljahr. Irgendwie sehr, sehr viele Menschen durften in diesem Jahr wählen, auf der gesamten Erde. Und es ist so ein bisschen die Erwartung gewesen, Indien, USA steht noch bevor, aber auch Deutschland, einige Wahlen, Europawahl, dass KI komplett den Wahlkampf dominieren und bestimmen wird. Ich würde jetzt erstmal sagen, nach dem, was ich gesehen habe, ist diese Erwartung nicht eingetreten. Wir haben durchaus Fälle, über die wir sprechen müssen. Wir haben auch das Thema Desinformation, das eine Rolle spielt. Aber dass jetzt KI die Wahlkämpfe dieses Jahres komplett verändert hätten, dass wir eine unglaubliche Schwelle von Desinformationen gehabt hätten, das ist jetzt bislang jedenfalls noch nicht eingetreten. Auch für die USA zum Beispiel, es gab von der New York Times neulich eine ganz interessante Recherche, die einfach mal bei KandidatInnen und bei Firmen, die KI für Wahlkämpfe anbieten, angefragt haben. Und auch da war so ein bisschen das Fazit, die Zurückhaltung ist doch recht groß. So, die haben zum Beispiel berichtet, dass dort in den USA versucht wurde, mit automatisierten Anrufen WählerInnen anrufen zu lassen von KI. Und das, was die Firmen und die WahlkämpferInnen gesagt haben, die das eingesetzt haben, war, viele Leute haben sofort aufgelegt, als sie gemerkt haben, da ruft eine KI gerade bei ihnen an, weil sie gesagt haben, okay, ich lasse mich jetzt hier nicht von der KI zuquatschen. Von daher ist es, glaube ich, absolut gut und wichtig, dass wir über die Potenziale sprechen, aber auch wichtig hinzugucken, wie groß ist das Phänomen zumindest bislang gewesen in diesem Wahljahr. Für alle, die sich wundern, dass die Verbindung bei Ingo nicht hervorragend ist, das hängt damit zusammen, dass er in dem hochdigitalisierten Land Deutschland sich befindet und dort etwas abseits. Aber es ist noch alles gut zu verstehen. Jasmin, genau, vielleicht deine Wahrnehmung. Teilst du die Einschätzung, dass die größten Befürchtungen, dass sozusagen künstliche Intelligenz
sozusagen tatsächlich Wahlen radikal verändern wird, dass das nicht eingetreten ist? Ich glaube, wir lernen da gerade schnell dazu. Also ich würde auch sagen, dass wir das dieses Jahr in den Wahlkämpfen nicht so sehr beobachten konnten bis jetzt. Ja, also man muss gucken, ob da im Nachhinein noch irgendwas rauskommt. Das weiß man immer nicht so genau. Aber das, was wir bis jetzt sozusagen dokumentiert haben, würde ich auch unterschreiben. Also der Wahlkampf in Argentinien ist vielleicht nochmal interessant. Also da waren dieses Jahr ja auch im globalen Süden, die sehr technologisiert sind. Also gerade Lateinamerika darf man da nicht unterschätzen. Da sind auch Wahlkämpfe gewesen und da würde ich das jetzt, wäre mir jetzt zumindest auch kein großer Fall bekannt. Was man da vielleicht nochmal unterscheiden muss, ein KI-geführter Wahlkampf wäre jetzt per se nicht schlecht. Es ist in dem Moment schlecht, wenn intransparent und sozusagen mit der Absicht, Wählerinnen und Wähler zu täuschen, KI eingesetzt wird. Also nichts spricht ja jetzt zunächst mal dagegen, eine Person KI-gestützt zu generieren, um damit vielleicht zu vermeiden, dass man eine Person für ein Werbeplakat verwendet. Ja, also da kann man ja auch sagen, das ist jetzt aus Datenschutzperspektive vielleicht gar nicht schlecht, wenn man da eben ein künstliches Model sozusagen generiert. In dem Moment, wo das Transparenz gemacht wird, dass das diese Person nicht gibt, sondern dass das eben computergestützt generiert wurde, ist damit ja keine Täuschungsabsicht verbunden. In dem Moment, wo es eben um eine Täuschungsabsicht geht, also die gekauften Likes und so weiter, die Ingo Dachwitz gerade angesprochen hat, dann ist eine Täuschung mit da drin. Und das muss uns widerstreben als Demokratinnen und Demokraten. Das ist nicht vereinbar mit den Grundsätzen, auf denen Demokratie und faire Willensbildung und Entscheidungsfindung fußt. Was tatsächlich, du hast jetzt gerade schon viele Dinge gesagt, die meine nächste Frage ausgemacht hätten, nämlich tatsächlich auch so die Frage, wir hatten es, Ingo hat es auch gerade schon angesprochen, es wird künstliche Intelligenz auch eingesetzt, um Leute eben nicht zu täuschen. Vielleicht spiele ich den Ball jetzt zu Ingo rüber. Wie verändert sich, also, oder anders gefragt, was versprechen sich denn politische Akteure grundsätzlich davon, überhaupt KI-generierte Inhalte einzusetzen? Gibt es vielleicht auch so einen gewissen Druck, um überhaupt sozusagen der Content-Schlacht gerecht zu werden, irgendwie in so einer Art und Weise, ganz viele Leute erreichen zu müssen? Gibt es auch solche Mechanismen? Also ich glaube, es gibt, also ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ich bin gerade in Brandenburg. Wir sind mit netzpolitik.org auf Klausurtagung und machen uns hier selbst ein Bild vom fragwürdigen Netzausbau. Nee, genau. Also ich glaube, was es auf jeden Fall gibt, ist ein ganz großer, weil wir eben so einen Hype um das Thema KI erleben seit dem Launch von ChatGPT, gibt es einfach so einen ganz großen Machensdruck erstmal, ne? Also Innovationsdruck. Wer nicht KI macht, sozusagen, und das ist unter Wahlkämpfern, die wollen immer Cutting Edge sein, die wollen immer ganz technologisch vorne mit dabei sein. Das ist spätestens seit den Wahlkämpfen von Barack Obama so, der eben ja tatsächlich auch dank zielgerichteter Werbung und großer Datenanalyse eben sehr stark in den Online-Wahlkämpfen und im Online-Spendenwerben war, versuchen alle technisch ganz vorne mitzuspielen. Das heißt, allein da gibt es schon mal so einen KI müssen wir jetzt machen, Druck, aber so ganz praktisch, ich glaube, es gibt ja auch praktische Anwendungen. Ich glaube, für alle, die kreativ arbeiten zum Beispiel, und das ist ja Wahlkampf in Teilen auch, sich Slogans überlegen, gucken, wen spricht man wie an, kann ja so ein Textgenerator zum Beispiel auch total hilfreich sein. Also schreibt mir mal ChatGPT oder ein ähnliches Programm, schreibt mir mal 10 Überschriften, 10 Slogans für einen sozialdemokratischen oder für einen konservativen Ministerpräsidentenkandidaten. Ich glaube, da ist sozusagen in der Produktion, in der Entstehung erstmal ein großer Bedarf. Und Jasmin Fitzpatrick hat gerade auch schon für Bilder schon einen anderen Faktor angesprochen. Genau, natürlich. Also manchmal nicht echte Personen zeigen zu müssen, kann natürlich auch ein Datenschutzvorteil sein. Was ich in diesem Zusammenhang total spannend finde, ist genau der Aspekt, den du gerade angesprochen hast,
Künstliche Intelligenzen, generative künstliche Intelligenzen können uns auch dabei unterstützen, informierter zu sein. Was fallen euch da einmal sozusagen auch für Möglichkeiten ein? Mir würde jetzt zum Beispiel spontan einfallen, Wahlprogramme sind unglaublich umfangreich. Da kann uns ja künstliche Intelligenz, und dagegen würde mir jetzt erst im ersten Blick jetzt auch keinen Grund dagegen einfallen, dabei helfen, sozusagen die Informationen schneller zu scannen und vielleicht auch zielgerichteter unsere Fragen loszuwerden. Gibt es noch andere Einsatzszenarien, die euch einfallen würden, die total sinnvoll sind und wo das tatsächlich zu mehr Teilhabe führen könnte? Also das Zusammenfassen von Texten ist sicherlich ganz vorneweg, aber insgesamt braucht man eben auch zum versierten Einsatz von solchen Technologien erstmal die Fähigkeiten auf Seite der Nutzerinnen und Nutzer. Also was muss ich denn da überhaupt reinschreiben, dass das Ergebnis liefert, was ich möchte? Ja? Und das Beispiel von Ingo Dachwitz war jetzt gerade schon sehr eindeutig. Schreib mir aus einer Position, keine Ahnung, Sozialdemokratische Partei, 10 Slogans, wie ein Wahlslogan aussehen könnte. Ja, da ist die Perspektive geklärt, da ist der Auftrag. Also das ist schon eine kompetente Nutzung. Und das allein können schon viele nicht. Ja, also da dann zu sagen, schreib mir das Wahlprogramm so und so zusammen in den 10 Sätzen und dann eben auch das hinterher zu gucken, ist das plausibel? Ja, also ich glaube, den Schritt sollten wir erst noch diskutieren, bevor wir über Anwendungsmöglichkeiten, weil da sind, glaube ich, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube auch jeder meiner Studis, die mir eine Prüfungsleistung abgeben müssen, finden da fantastische Anwendungsmöglichkeiten. Ja, also Übersetzungen, Generierung von Code, was weiß ich. Also da ist jede Menge möglich. Interpretation von Statistiken und so weiter. Aber der Punkt ist auch, dass wir die Fähigkeit trotzdem besitzen müssen, das auf Plausibilität und Richtigkeit prüfen zu können. Nur dann nutzen wir die Technologie und die Technologie nutzt nicht uns. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, den wir da immer wieder betonen müssen und das wirklich ins Zentrum stellen sollten. Und ich glaube, wir haben da ja auch, sehen wir auch große Probleme, ne? Also es gibt mehrere Studien, die jetzt einfach mal getestet haben, unter anderem von Algorithm Watch, einfach mal geguckt haben, okay, was, wenn wir jetzt mal ChatGPT und andere Programme nach wahlkampfrelevanten Informationen fragen, nach Kandidaten fragen und so weiter. Also wenn sozusagen eine unreflektierte Nutzung stattfindet, und man denkt, das ist eine Suchmaschine, oder ähnliches, als Nutzerin, dann kriegt man haarsträubende Antworten. Das gibt es ja durchaus auch noch, dass sozusagen nicht nur diese Bots, also das Wissen darum fehlt, dass diese Bots eben nicht nur Informationen wiedergeben, sondern sich im Zweifelsfall auch Dinge ausdenken. Genau so. Und ich glaube, das ist durchaus eine Gefahr bei der unreflektierten Nutzung, wie Jasmin Fitzpatrick sie gerade schon angesprochen hat. Ja. Ja, das ist ja, also da sind wir auch ein Stück weit in einem Dilemma. Das sind die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die stattfinden, wenn neue Technologien kommen. Manche nutzen es schneller, manche nutzen es weniger schnell. Auf der anderen Seite werden wir alle damit konfrontiert. Also Jasmin, du machst den Bildungsaspekt sehr stark, der wahrscheinlich ausschlaggebend dafür ist, für die Frage, die ich jetzt irgendwie auch noch im Kopf habe, die ich auch ganz am Anfang auch schon aufgeworfen habe. Naja, wovon hängt es eigentlich ab, dass wir beeinflussbar von solchen Medien auch sind? Ist es nur die Bildungskraft? Hat es etwas mit dem Demokratie-Selbstverständnis zu tun? Wie kann man das sehen? Vielleicht auch, du hattest jetzt Argentinien angesprochen, gibt es da kulturelle Unterschiede? Also ich glaube, da ist auch wieder das Portfolio sehr, sehr breit. Ich glaube, es fängt auch schon an mit der Persönlichkeit. Bin ich eher jemand, der vertrauen möchte oder jemand, der sowieso eher misstrauisch ist als Persönlichkeit? Ja, gibt es eine tolle Studie zum US-Wahlkampf 2016 von Erkurt und Genzko, wo eben eins dieser Findings ist, dass Demokraten einfach generell alles hinterfragen, auch die Wahrheit, und Republikaner eben vielleicht auch einfach vertrauenswürdiger sind. Also dass die Fehlinformationen auch deshalb glauben, weil sie sagen, ja, ich vertraue der Quelle einfach. Ja? Und das ist vielleicht auch schon erstmal so, wie sind wir als Person überhaupt gestrickt. Und dass das dann natürlich noch zusätzlich verstärkt wird durch Bildungsunterschiede. Also lerne ich, dass ich quasi immer mehrere Quellen überprüfen muss, damit mich niemand hinters Licht fällt. Weiß ich, wie ich die Technologie richtig einsetze? Also kann ich das kompetent bedienen? Ja. Und dann hinterher auch noch der dritte Punkt, kann ich daraus jetzt für mich auch noch einen Mehrwert generieren? Also, dass es mir das Leben in irgendeiner Art und Weise erleichtert. Und da
finden wir in der Forschung auch immer dieselben Faktoren, die das eben beeinflussen, also Bildung und natürlich auch sozioökonomischer Hintergrund, also die finanzielle Situation, das hängt immer zusammen und das hängt auch eben mit digitaler Ungleichheit zusammen. Da kommt noch ein bisschen das Alter dazu, aber eben auch auf beiden Enden. Also wenn ich jetzt heute meinen Studis sage, hier baut euch eine Ordnerstruktur auf, sind die am Computer zum Teil damit überfordert, weil die eben diese Wischtechnik kennen, ja, und nicht mehr wissen, wie das eben korrekt auf dem Computer abzuspeichern ist. Also das sind auch sozusagen Dinge, die man vielleicht wieder verlernt oder die vielleicht eine andere Relevanz erfahren. Und da muss man, glaube ich, einfach aufpassen, dass man da auch wieder nicht zu schnelle Schlüsse zieht, wer ist da vielleicht leichter hinters Licht zu führen und wer nicht, sondern es sind eben ganz viele Faktoren, aber ein paar können wir eben davon ausmachen, und die können wir eben ja versuchen durch Programme, durch Adressieren dieser Zielgruppen zu verbessern. Bedeutet das, dass wir uns eine Haltung zurechtlegen müssen, wo wir sagen, ich glaube erst Informationen, wenn ich sie selbst Ich würde noch verifiziert mal, habe? sorry. Ich mache jetzt erstmal mit der Jasmin weiter, weil Ingo, der hat gerade ein stehendes Bild. Hörst du uns, Ingo? Nö. Okay, Jasmin, dann stelle ich dir die Frage und ich hoffe, Ingo kann uns Ja, ich höre einigermaßen. euch. Mein Bild steht. Oh, das ist der Problem. Hört ihr mich? Ja, wir hören euch. Wir hören euch, Herr Ingo. Genau, aber dann machen wir mit dir weiter, Jasmin. Und Ingo, du schaltest immer dein Mikro frei, dann weiß ich, dass du was sagen möchtest. Ja, ich glaube, ich glaube, vieles ist schon auch gleich geblieben. Also zu gucken, was ist wahr, was ist plausibel. Das war früher ja auch schon der Fall. Ja? Also am 1. April gab es immer eine Zeitungsente. Ja? Da wusste man halt, das ist immer am 1. April so. Jetzt ist quasi jeden Tag 1. April und es könnte immer eine Falschmeldung dazu kommen. Ja? Also das hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert. Der Punkt ist aber, dass man vielleicht so einkalkulieren muss, die eigene Fehlbarkeit. Also nicht alles, was ich sehe, nicht alles, was ich höre, ist vielleicht wahr. Und vielleicht habe ich auch sozusagen ein Moment, in dem ich fehlbar bin, in dem ich menschlich bin und glaube sowas, ja. Und das dann aber wieder sozusagen auch zugeben zu können, sagen, hier, ich habe mich geirrt, das ist, glaube ich, etwas, und das kommt jetzt von der Wissenschaftlerin, mir fällt das vermutlich besonders schwer, das gehört auch dazu. Also da zu gucken, ja, wie kann ich resilient damit umgehen, dass ich eben fehlbar bin auf Basis der Informationen, die mir zur Verfügung gestellt werden. Ja. Ingo, ich weiß nicht, ob du die Frage mitbekommen hast. Die Frage war so ein Stück weit, muss ich jetzt grundsätzlich gegenüber hinhalten, skeptisch sein, alles erstmal überprüfen, bevor ich es Ja, glaube? ich habe euch super gehört. Genau, super, gut. Genau, wie siehst Okay, du es das? scheint so zu sein, dass ich hier ein kleines Lag habe, also so ein bisschen hinterherhänge. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen ja, zeitversetzt antworte. Tut mir absolut leid. Sorry, dass es so instabil ist, die Internetverbindung. Ich hoffe aber, ihr könnt mich hören. Ich rede jetzt einfach weiter und weise nochmal auf den strukturellen, den systematischen Faktor hin an der Stelle. Ich würde die Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten. Genau das ist die richtige Haltung. Aber das ist sie jetzt nicht nur wegen KI, sondern wir bewegen uns online auf Plattformen in digitalen Umgebungen, die sind darauf ausgerichtet, das Geschäftsmodell dieser Plattform ist Manipulation. Ja? Also meine Kollegin Konstanze Kurz sagt immer, wir sollten die nicht Social-Media-Konzerne, sondern Werbekonzerne nennen, weil das ist natürlich deren Geschäftsmodell und Social Media ist sozusagen ein Vehikel um Werbemanipulation. Das heißt, die Plattformen sind darauf ausgerichtet, dass möglichst große Werbeeffekte erzielt werden können. Und das ist jetzt keine ganz neue Entwicklung, aber wir bewegen uns, wenn wir die Meinungsmarktplätze der digitalen Öffentlichkeit, die sozialen Medien sind eben kommerzielle Plattformen, die darauf ausgerichtet sind, dass Werbetreibende möglichst gut NutzerInnen, Menschen manipulieren können und in diesem Fall dann eben BürgerInnen manipulieren können. Die machen damit ein Geschäft und deshalb finde ich die Grundhaltung absolut richtig, sozusagen die skeptische Grundhaltung und ja, sozusagen die Zielrichtung, die Dinge zu hinterfragen und erstmal selber verifizieren zu können. Aber widerspricht das nicht irgendwie ein Stück weit auch unserem Naturell?
Also ich würde ja erstmal sagen, wir möchten ja erstmal Dinge glauben und wir möchten auch erstmal uns austauschen. Und teilweise sind ja sozusagen die Botschaften, die in solchen Deepfakes, das ist ja nicht alles politischer Content, sind ja super subtil und es fällt nicht direkt auf. Und wir swipen sozusagen durch unsere Timeline durch, sehen ein Bild und dann entsteht ja schon so ein Eindruck. Stichwort Taylor Swift unterstützt Donald Trump. Ich bin vielleicht jetzt niemand, der das sozusagen so genau verfolgt, glaubt das. Und mir fällt es erstmal gar nicht auf, weil ich es eben auch glauben möchte. Also ich sehe da durchaus so nochmal eine Schwierigkeit. Vielleicht könntet ihr dazu einfach nochmal ein bisschen was sagen, ohne jetzt eine konkrete Frage, die ich jetzt hier in den Raum stelle. Ich glaube, das ist so ein bisschen, in welchen Bereichen ist es das okay, dass ich einfach vertraue und in welchen Bereichen schadet mir das? Ja, also wenn ich jetzt darauf vertraue, keine Ahnung, in irgendeinem Algorithmus, ich kriege dauernd irgendwie Werbung für irgendwelchen Nagellack. Ja, da hat mich irgendeine KI wohl als Zielgruppe identifiziert. In dem Moment ist es nicht schlimm, wenn ich da manipuliert bin und dann, keine Ahnung, eine Farbe gegenüber der anderen jetzt bevorzuge, weil mir die besonders häufig angezeigt wurde. Das ist sozusagen, da entsteht mir kein Schaden in dem Sinne. Bei politischem Content ist das anders. Also da kann ein Schaden entstehen. Und da ist es auch oftmals perfider, als dass das jetzt sozusagen wirklicher politischer Content ist, den ich als solchen wahrnehme, sondern es werden vielleicht erstmal Weltbilder generiert. Also zum Beispiel ein sehr traditionelles Rollenbild zunächst im ersten Moment. Und dann wird es vielleicht im nächsten Schritt weiter. Ja, es gibt ja Politikrichtungen, die das unterstützen. Und dann wird das vielleicht als neue Form des Feminismus generiert und so weiter. Also man denke da an die Women der Alt-Right in den USA, die da erstmal durch sozusagen das Transportieren eines Weiblichkeitsbildes, da sozusagen den Boden ebnen für dann politische Ideologien, mit denen man einfach nicht mehr in Ordnung sein kann. Ja? Ingo, möchtest du noch was ergänzen? Genau, also ich wollte einerseits absolut zustimmen. Also ich meine, es gibt natürlich bestimmte psychologische Faktoren, die auch dafür sorgen, dass wir gerne den Dingen glauben, die wir sehen. Also der sogenannte Confirmation Bias oder das Bedürfnis, eher Dinge auszublenden oder Informationen zu verarbeiten, die ins eigene Weltbild passen. Diese Tendenz haben wir alle. Und soziale Medien befördern das natürlich auch, auch wenn wir jetzt nicht mehr von Filterbubbles sprechen, wie wir es vor 10 Jahren mal gedacht haben. Es kommen gar keine Informationen mehr durch zu uns, außer denen, die in unser Weltbild passen. Aber natürlich gibt es diesen Effekt, dass es ein eher, dass man eher mit den Inhalten ausgesetzt wird, die ins eigene Weltbild passen und dass man denen natürlich auch leichter glaubt. Das heißt, insgesamt haben wir, glaube ich, leben wir in einer Zeit, wo wieder größerer Kontext, wo wir wirklich einerseits eine Vertrauenskrise in Informationen haben. So, und das Thema ist größer als Wahlkämpfe und KI, glaube ich. Umso wichtiger oder umso dramatischer finde ich es, um jetzt den Fokus nochmal weiterzumachen, wenn wir auch sehen, dass beispielsweise Medien ihrer journalistischen Funktion, ihrer Aufklärungsfunktion nicht mehr nachkommen, sondern wir in den USA gibt es schon ganz stark, in Deutschland aber inzwischen teilweise auch Verlage sagen, Münchner Merkur, aber auch Springer sagen, wir entlassen jetzt Leute, weil wir Dinge mit KI jetzt machen lassen. So, das heißt, es wird die KI wird als Vorwand, würde ich jetzt erstmal sagen, genommen, um beim Qualitätsjournalismus zu sparen. Dabei bräuchten wir eigentlich eben viel mehr Qualitätsjournalismus, viel mehr Einordnung, viel mehr Medien, denen Menschen auch vertrauen können und auch vertrauen. Genau, den Punkt hätte ich jetzt mal. Wir kommen schon zu der allerletzten Frage und die dreht sich rund um den Begriff der Resilienz, den Jasmin schon angesprochen hat, also der Widerstandsfähigkeit der gesellschaftlichen. Wie würdet ihr jetzt sagen, jetzt vielleicht insgesamt, also wir sind ja jetzt sozusagen auch relativ allgemein geworden, welche Strategien gibt es, um diese Widerstandsfähigkeit zu fördern? Vielleicht sozusagen auch auf ein Individuum gemünzt, wo kann jeder für sich selber anfangen? Das können wir ja beeinflussen.
Dann fange ich damit vielleicht an. Also ich glaube, Widerstandsfähigkeit ist was, was man nur erlernen kann. Also es hilft, glaube ich, nichts da zu sagen, okay, ich entziehe mich dem komplett oder ich halte mich da raus oder ich habe Angst davor oder so. Das ist wieder so etwas sehr Emotionales, ja. Womit man sich vielleicht im ersten Moment wohler fühlt, aber man kommt eben nicht wirklich drumherum. Insofern würde ich da vielleicht sagen, dass man sich so Übungsräume gestalten sollte. Also, dass ich das wirklich hinterfrage und das vielleicht auch einfach zu einer Praxis mache, zu meiner Übung, während ich Medien konsumiere, ja, um damit einfach so ein bisschen die Erfahrung mit Plausibilitätschecks, Faktenchecks, wie auch immer man das nennen möchte, ja, das zu forcieren. Und das wäre auch vielleicht der Punkt, den man als gesellschaftlichen Auftrag dann formulieren könnte, dass man solche Übungsräume eben auch insgesamt vielleicht schafft. Und das kann man natürlich wieder auch auf die über Plattformen machen, dass man da vielleicht, was weiß ich, bei jedem 10. Klick irgendwie so eine Abfrage macht oder wie auch immer, ja. Aber dazu müsste man sich auch entscheiden, ja. Also das auch da kann die Fantasie wieder viele Formen annehmen. Aber ich glaube, so dieses Trainieren und Üben, ja, Algorithmen werden trainiert und so müssen wir auch trainiert werden, dass man sozusagen diesen Umgang mit diesen neuen Technologien lernt. Und ich finde, der Punkt, den du eben auch schon gesagt hast, Jasmin, auch total wichtig, auch als Haltung sich aneignen, ja, kann gut sein, dass ich mich geirrt habe. Im Zweifelsfall überprüfe ich es nochmal. Das schadet, glaube ich, auch nicht, so eine gesunde Selbstskepsis dazu zu haben und auch eine Fehlerkultur dann entsprechend zu haben. Für Medien ganz genauso, um nochmal ein bisschen auf systemische Faktoren sprechen zu kommen, glaube ich, dass wir Journalismus brauchen, der auch eine gute Fehlerkultur haben muss. Das brauchen wir JournalistInnen auch und wir müssen Fehler zugeben können und uns sozusagen auch auf das Feedback einlassen und das dann auch nachvollziehbar machen, warum wir wie arbeiten und warum wir vielleicht auch zu Fehlschlüssen gekommen sind. Und letztendlich ist es aber natürlich auch eine Verantwortung, die die Plattformen haben für das, was wie der Diskurs funktioniert auf ihren Plattformen. Wir wissen aus den Facebook-Files von Frances Haugen 2021 veröffentlicht, dass Meta, die damals ja noch nicht so hießen, sondern sich erst im Zuge des Skandals umbenannt haben, um sozusagen die schlechte PR hinter sich zu lassen. Aber die haben wissen aus eigenen Studien, dass Posts, die viral gehen, eine fünfmal höhere Wahrscheinlichkeit enthalten haben, Desinformation zu enthalten. Und trotzdem haben sie ein Geschäftsmodell gehabt, das darauf basiert hat und haben sie ihre Algorithmen so trainiert gehabt, dass sie möglichst viele Inhalte viral gehen lassen. So, das heißt, wir haben sozusagen den Desinformationsboost im Geschäftsmodell, in der Art und Weise, wie die Plattformen funktionieren, eingebaut. Und da gibt es, glaube ich, eine große Verantwortung. Und es ist gut, dass wir auch politisch darauf reagiert haben, dass es mit dem Digital Services Act beispielsweise Verantwortungs- und Pflichten gibt für die Plattformen, sich beispielsweise mit systemischen Risiken auseinanderzusetzen und diese zu ja, mitigieren, aber eben auch transparent zu machen. Wie viele Leute arbeiten denn eigentlich daran, Content zu moderieren oder über Desinformation, also sozusagen Fakten zu checken? Das ist, glaube ich, wirklich dann auch wieder eine Geldfrage. Wir haben es ganz klar gesehen, dort, wo Meta und andere Social-Media-Konzerne genug Geld ausgeben, um die Risiken, die durch die Plattformen entstehen und die Funktionsdruck in der Plattform entstehen, zum Beispiel für Fact-Checking, auszugeben. Sofern das passiert, können die Risiken auch im Zaum gehalten werden. Wo das nicht passiert, und jetzt spreche ich nicht von Europa, sondern sprechen wir vom globalen Süden, Geschichten wie Myanmar oder Äthiopien, da werden die Plattformen wirklich zu Brandbeschleunigern. Das heißt, es ist für Konflikte, die es gibt, auch dank Desinformation, die zugelassen wird. Das heißt, die Plattformen haben da eine große Verantwortung und es hängt auch davon ab, wie viel, ja, wie viel sie bereit sind zu investieren. Und da sollten wir die Plattform auf jeden Fall in die Pflicht nehmen. Vielen Dank. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte auf meinem Zettel noch das Stichwort Regulierung draufstehen und das wurde dann kurzerhand einfach im Abschlussstatement von Ingo noch eingebaut. Das müssten wir wahrscheinlich für eine weitere Stunde sozusagen nochmal vertiefen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Wir machen jetzt dann gleich die Aufzeichnung zu Ende, wechseln dann in den Stuhlkreis, in den digitalen und ich bedanke mich erstmal herzlich und wir verabschieden uns von denen, die uns auf irgendeiner Plattform zugucken.